Daddy's back, you bitches! Hello, you are! Daddy's Talk back, you Leland. Bitches! Follow me! Dave, come on! Nero! Come on! Oh. Nico, what are you doing? Dave is not coming. Ignore him! Come on, we gotta get this thing ready before we talk. Let's go. Here, pass me that. Oh yeah! There she is! Liberty City! Yeah. You ever been? No. Crazy place, Nico. What you going to do? I might come back on board, or I might try to make a go of it. Like they say, it is the land of opportunity. I always wanted to make it big, own a nice place, get a dog, a house, live the dream. Like my cousin. Oh yeah? Yes, he's got the love. House, women, cars, parties. He writes me these wild emails, and after I got into trouble, I thought maybe, then I got this gig, and I spent the next 7 months with you fine people, and I forget. After the war finished, I couldn't get a job. Nobody could. I did some dumb things, got involved with some idiots. Ah, we all do dumb things. That's what makes us human. Could be. What? Good to see you, man. What? You forget our language? Capusi? Maybe a little. I've been here 10 years. You could speak English. Remember, we learned of the English girls with the big... A little. I'm not so good. You'll be fine. Better than my Serbian. Ah! So good to see you, cousin. I can't believe you made it. Shit. I have to tell you. Had quite a night last night. Two women. The land of opportunity. Ah, I've made it. Oh. Shit, man, I'm still a touch drunk. A touch? My cousin is here! Whoa, I got the world! Come on, relax. Whatever, buddy. Just take over the world someplace else, yeah, all right? Buddy. You're in the goddamn world. Screw you! Screw you all! My cousin is here! Nico Bellic! He's the fucking man, bitches! Roman, come on, let's go. To the mansion, huh? Yes, the mansion! Maybe you should drive. Oh, maybe I should. Okay. Hey, is this a cab? Where's the sports car? He's in the shop. Come on! Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Wir spielen GTA 4 auf dem PC. So, drücke W, um zu beschleunigen, drücke S, um zu bremsen oder rückwärts zu fahren. Okay, ich fahre jetzt ein bisschen mit Maus und Tastatur, habe aber auch mein Gamepad angeschlossen, damit ich auch stellenweise ein bisschen mit Gamepad fahren kann. Ich mach das mal so. GTA 5 habe ich auch hauptsächlich mit Maus und Tastatur gespielt. Ich drehe die beiden hier mal ein bisschen runter, damit ich euch ein bisschen voll lauern kann. Ja, wir fahren einfach mal los.
Wir spielen in 21:9. Hab die Grafik auf volle Pulle gestellt. Sollte also das Maximum sein. Und wir sind Nico, wie es aussieht. Und sind jetzt in Liberty City. Fernlicht? Krass. Fernlicht kann ich sogar machen hier. Also GTA 4 kenne ich gar nicht. Ich hab's mal ein bisschen auf der PS3 gespielt bei meinem Bruder und das war's. GTA 5 Story fand ich cool. Und die anderen GTA kenne ich alle gar nicht. Ich habe ja auf meinem Kanal, zu meiner Anfangszeit, habe ich angefangen. GTA San Andreas, da habe ich mir so ein Dreierpack für 10 Euro mal gekauft. Ich muss hier lang. GTA San Andreas, GTA 3 und Vice City. San Andreas, wie gesagt, habe ich ja schon mal angefangen zu spielen. Mal gucken, vielleicht mache ich das auch mal fertig im Livestream oder so. Habe ich ja auch einen Uncut-Patch. Jetzt habe ich Bock auf GTA 4, Mafia 2 spielen wir natürlich auch noch weiter. Es werden überwiegend denn Videos hochgeladen. Ich versuche es ab und zu auch mal ein bisschen Livestream zu machen. Müssen wir mal wieder ein bisschen auf die Story achten hier. This is the mansion? Just a temporary place. The mansion is coming, cousin. That's the dream. Follow me. Come in. Make yourself at home. What's mine is yours. Got him! Little bastard. If he paid some rent, I wouldn't care. Oh, shit. Oh, that's not nice. Oh, cousin, it's so good to see you. Shit. Oh, I need to change anyway. So, you full of crap or what? What? Where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here, and the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches, I got the best tent. Screw you, you idiot. Okay, I'm an idiot, but you must admit, I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. But here, all I needed was one good guy. One good guy I could do well. Not take over the world, but do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? What? What about me? Why you live home after all this time? First I hear you running with the wrong kind, then I hear you join the merchant navy, now you're here. You never tell me anything. No. What do you mean, no? No, I never tell you anything. Another time. Ooh, mystery man, strange and exotic sailor. What happened? Did your captain make you pregnant? Screw you! No, it's nothing like that. The ships were fine. It was before that. Two things. You remember, during the war, we did some bad things. And bad things happened to us. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young and very angry. Maybe that is no excuse. Roman? Roman! Ah! Are you sleeping, you fat fuck? Come on! What's the time? Shit. I've got to get the cab back. It's on the shift. Stop! Oh, Jesus! Tastes like a rat shot in it.
Nico, jeez. I've got to run. Come meet me at the cab office. It's easy. Out the door, turn left, then the first left at the diner, go down one block and turn right on Iroquois. Then walk all the way down and we're right there on the left on the corner of Cisco Street. Man. It's really flash. We got lots of TDs and some incredible motors. Nico, give me a hug. Good to have you here, cousin. I've got something for you. Oh, damn. Damn. Yes, Vlad. Sorry. Forgive me, okay? No, no. Please don't cut my cock off, eh? Okay, but... Yes? Okay. Das blinkende Haussymbol auf dem Radar zeigt den Eingang zum Apartment an. Hier kannst du das Spiel speichern. $25 haben wir. Wenn du dich auf dem Bett schlafen legst, wird das Spiel gespeichert und 6 Stunden vergehen. Ja, wenn wir uns jetzt hinlegen, ist ein bisschen scheiße. Immerhin wartet unser Kollege ja auf uns. Wie heißt denn jetzt? Ach nee, Roman. Oder Roman. Nee, Roman wäre zu englisch, ne? Ist doch auch ein Serbe, oder wie? Triff dich mit, ich sag immer Roman jetzt. Ich triff dich mit Roman. Ja, Roman hat uns Scheiße erzählt. Keine Villa, keine Sport, Luxussportwagen, gar nichts. Aber wir sind in Amerika und wie es aussieht, hatten wir auch in der Heimat ein paar Probleme. Haben uns mit den falschen Leuten eingelassen. So, das... Oh, das kann sogar umkippen hier. Ich bin sauer, Roman, du Arschloch. So, hier geht nicht auf. Können wir das Licht ausmachen? Nee. Da ist Musik. Freut sich YouTube wahrscheinlich wieder. So, wir können Fernsehen gucken. 4:3 Fernseher. And a whole new Chevy Singer competition. Okay, keine Zeit dafür. Ja, das Spiel ist 2008 erschienen, so steht es bei Steam. Das ist schon lange her. Was ist mit F? Jetzt kommen natürlich zu Anfang immer die ganzen Hinweise. So, Tür müssen wir nix drücken, da laufen wir durch, wie auch in GTA 5. Also GTA, ja mal sehen, vielleicht mache ich denn, wenn ich irgendwann das hier durch habe. Oh. Du kannst jedes Fahrzeug auf dem Parkplatz vor deinem Versteck speichern. Parke deinen Wagen dort und steig aus, dann bleibt er dort für dich stehen. Um deinen Gesundheitszustand zu verbessern, kannst du Fastfood-Verkäufer aufsuchen, zum Beispiel Hotdog-Stände. Der Kreis um das Radar steht für deine Gesundheit und kugelsichere Weste. Die linke grüne Hälfte zeigt deine Gesundheit. Wenn diese sich verschlechtert, verblasst das Grün. Nutze Shift links, um zu sprinten. So, Ju. F, um ein Fahrzeug einzusteigen. So, aber Karte müssen wir immer extra denn so kompliziert machen hier. Na gut, das ist sofort die Karte. Hier sind wir. Wir haben ja nicht so eine freien Gebiete wie in GTA 5. Muss ich mal vergleichen, wie viel größer ist in GTA 5 die Welt. Naja, wir wollen jetzt GTA 4 spielen und nicht immer mit GTA 5 vergleichen. Das ist halt ein anderes Spiel. Vor allem älter, es ist bald schon, es wird nächstes Jahr dann schon 10 Jahre alt und ich habe es nie gespielt. Wie gesagt, nur einmal kurz auf der PS3 ein Abend oder so. Achso, wo müssen wir hin? Roman ist da. Wir gehen mal ein bisschen zu Fuß, aber wir laufen. So können wir ein bisschen besser die Stadt kennenlernen. Wenn es nicht zu weit ist. Sieht auf jeden Fall schon ganz anders aus. Bei GTA 5, da hatte ich auch mehr Lust auf Story als auf Online. Online weiß ich nicht, da habe ich irgendwie nicht so viel Lust zu. Und jetzt habe ich das hier günstig kriegen können. Dachte ich mir so, schlage ich mal zu. Aber wie gesagt, Mafia 2, das habe ich ja auch erst einmal im Jahre 2010 durchgespielt. Das werden wir natürlich auch noch weiterspielen, auch wenn es die wenigsten Leute sehen möchten. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch auch GTA 4 noch nicht. Oh, da ist ein Fall, da müssen wir also hin. Und wenn er es kennt, hat er vielleicht trotzdem Lust, es hier bei mir nochmal zu sehen.
So, hier ist keine Ampel. Wir warten mal, bevor uns die umfahren. Nee, wir rennen einfach mal rüber jetzt hier. Stell dich, bla 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 bla. It's your call. Come on, big guy. Either do some work or get out of here. We don't need jokers. Screw you! Screw you! Baby, when I look into your eyes, it means something. I see little Romans, I see little Mallorys, I see stars, I see angels. In my homeland, we have a saying. Yeah, we got one too. You're a fag. Shit. Jesus, Roman, you fucking idiota. How can I take you seriously? Very difficult, I think. Hello, Roman. Hello, Liz. Mallory, this is my cousin I tell you about, Nico. Hi. Nico, this is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See? Not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. Hey. I hope you're less full of shit than your cousin over here. Thank you. This is the woman that I'm going to marry. Whatever you say. I thought you were going to marry me, baby. Hey, Vlad. Great. You're fucking crazy, man. You should lose a few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to lose. I know. I'm a fat prick. What did I do? Pay you debts? I will do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say your phone out of batteries. You treat me like a bitch. Never. I treat you like an idiot, not a bitch, huh? I guess it's true. The beautiful woman do like the guys with a funny sense of humor. Mm-hmm. Ho, ho. I'm laughing. I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here, if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped off and put a film of it on the internet! Ouch. Ah. Oh, good. Great. Yeah. Fantastic. Look, say what you like, but at least that guy knows how to speak to a lady. Yes, he's all charm. Come on, Nico, let's go. Darling, I'll see you later. I've got to take my cousin around some more. Get him settled. Also, die Videosequenzen sind, glaube ich, aufgezoomt. Im Spiel sehe ich rechts und links mehr durch 21:9, aber die Videosequenzen sind, glaube ich, aufgezoomt. Steig in Romans Wagen. Oh, ich muss wieder fahren. Kann ich hier nicht umstellen, dass ich laufe? Muss ich immer sprinten drücken? Kann mir das mal jemand sagen, bitte? Bitte in die Kommentare schreiben. Ach, und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn wir GTA 4 durch haben, ob ich dann doch mal GTA San Andreas weiterspielen soll, aber dann im Livestream. Und nach GTA San Andreas sehen wir dann weiter, ob wir noch mit GTA 3 mal weitermachen. In Amerika, you need money to do anything. You're taking me to a backroom game where I'll win all. Okay, dann fahren wir mal zum vorgegebenen Ort. Aber wir halten uns nicht an die Verkehrsregeln. Das ist immerhin GTA. Aber die Autophysik, die Fahrphysik ist jetzt eigentlich okay. Ach, schon wieder falsch gefahren. Also als ich das auf PS3 gespielt habe mit Gamepad. Scheiße! Da ist das Auto so geschwommen, kann aber auch am Auto gelegen haben. Dass die alle unterschiedlich natürlich sind. We got loan sharks after us. Roman, Stasse de Shava. After me. And it doesn't matter anyway. When I've played this game, I'll have enough money to pay them back 10 times. Oni su slabiću i u svakom slučaju. Hey, das macht Spaß. Nico, wait for me here while I go inside to clean up. Shit, I almost forgot. I'm giving you my old phone. My new number's in there. Ja, ich hab mein Handy. Call me if some Albanians show up in some shitty beige Willard. Those are the guys I owe money to. Do not hurt them. I know what you're like, Nico Bellic. You and your debts, Roman. Uvek isto, Nika drugačije. Das Symbol über dem Radar zeigt dir an, dass ein Kontakt in dein Telefon aufgenommen wurde. Okay, Roman. Kredithaie. Der da sieht so aus. Nein. Benutze deine Wagenmaus um dich. Ja, mach ich doch.
Das ist ein Kritteil. Das da. Das ist natürlich keiner. Und das Anti-Aliasing oder so, ne, das ist in diesem Spiel natürlich noch nicht ausgereift. Oh, Roman ruft an. It's so quiet out here, Roman. You winning? Molin Terezzi da. Don't worry, I'm getting so many bullets, it's like I'm an AK. Miss McCool. Ja, der labert doch wieder bestimmt nur Bullshit. Drücke während eines Telefongesprächs, um die Konversation zu überspringen oder rückt da um. Ach was. So. Läuft das Auto noch? Nee, ne? Oh, Musik. Nein. And this must be the Loan Sharks. Musik machen wir leider aus, ne? Oh, da. Die sehen verdächtig aus. Scheiße! Ein Anruf, eine Nummer habe ich drin jetzt. Cousin, two guys are going in the store. I think they are the loan sharks you speak of. Shit, I'm down. You better get out of there. All right, I'm coming. Shit, Nico, it's them. They must have been told I was here. You're in much trouble, Bellic. Please don't hurt the men after us, cousin. They hate me enough as it is. Wir müssen ja weg. Get us back to the depot, quick! Schüttel die Kreditteile ab und bring Roman zurück ins Taxidepot. Ja, machen wir. Wir fahren mal ein bisschen im Kreis hier rum. Einen richtigen Sportwagen, der so verdammt schnell ist. Oh, scheiße. Ich fahre geradeaus. Just like the old days, eh? In the old days we were dodging bombs, not loan sharks. Just drive, leave the funny comments Kacke. To me. Weg da! Scheiße! Kacke! Ich will die Sportkarre da haben! Ah, oh, die sind hinter uns! Get the fuck away! Ich muss mir demnächst unbedingt mal ein Auto klauen hier. Und abspeichern. So, wir versuchen jetzt einfach mal den direkten Weg. Aber so wie das Auto jetzt hier am Sliden ist, sage ich mal, ne? Und hier die Stadt, das kommt mir so vor, als wäre das hier so 90er Jahre Actionfilm dann. Oder so stirb langsam. Scheiße. Weg da! Jetzt hört die auch wieder vorwärts. Die spinnt wohl, die Alte. Nico, you're new. You don't understand the way things work. Oh yeah? We are at the bottom of the ladder, man. Scheiß Ampel, hab ich noch nie gemacht. But they are not to be feared. It is the Russian mobsters, Vlad's bosses that run everything. Be careful of them. You tell me to behave, Mr. Es macht Spaß, hier rumzufahren. If you understand it all, oh. Where is the money? Ups, wer ist das denn? Time, was sind das denn für welche? Achso, wir müssen hier vorne hin. Then I really will clean up. God feed him, Roman. We're here. Oh, you like your phone? Maybe one day you get a premium quality one like mine. Then you will have really made it. I can only wish. See you later, cousin. Du kannst dein Telefonprofil jederzeit ändern. Du kannst Klingelart und Ton anpassen. Das ist aber schön. So, was hat er jetzt gesagt? Kam hier nichts mit Mission abgeschlossen oder so? Wo soll man jetzt hin? Naja, wir haben $55 jetzt. Und dann gucken wir uns an, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch dabei seid. Ich versuche jeden Tag eine Folge zu bringen. Und wenn es die Zeit zulässt und die Lust, dass es denn mal keine Folge gibt, sondern mal einen Livestream von 2 Stunden oder so. Aber ich beschränke mich bei Storyspielen jetzt erstmal auf normale Uploads. Und Livestream ist dann eher ein Bonus.
Oh, du hast eine Textnachricht erhalten. Dies wird dir durch ein Symbol über dem Radar angezeigt. Das Symbol erscheint jedes Mal, wenn du eine neue Nachricht erhältst. Um die Nachricht zu lesen, rufe das Telefon mit auf. Du kannst die Nachricht sofort lesen, indem du Eingabe drückst, wenn das kleine Symbol angezeigt wird. Willst du zu einer anderen Zeit auf die Nachricht drücken?